Nun, meine Damen und Herren, etwas zur Entwicklung des Nährstoffeinsatzes. Ich habe hier mal eine Grafik mitgebracht, wo wir den Inlandsabsatz für Düngemittel zu DDR-Zeiten bzw. dann in den neuen Bundesländern dargestellt haben. Und wir sehen, dass also nach dem Zweiten Weltkrieg bei allen Nährstoffen der Anstieg, ein starker Anstieg des Einsatzes nachvollziehen werden kann. Besonders bei Kalk haben wir ziemlich hohe Werte erreicht, aber auch bei Stickstoff, Phosphor und Kali. Und dann mit der Wende um das Jahr 1990 herum gab es dann einen ganz markanten Abfall der Einsatzmengen und wir haben uns praktisch seitdem kaum noch erholt, außer bei Stickstoff. Bei Stickstoff setzen wir so etwa optimale Mengen ein, auch bei Kalk, aber bei Phosphor und Kali sind die Einsatzmengen so niedrig, dass wir von einer nachhaltigen Sicherung der Bodenfruchtbarkeit nicht mehr sprechen können. Das ist natürlich von Betrieb zu Betrieb, von Schlag zu Schlag sehr unterschiedlich. Und hier ist mal dargestellt die Entwicklung der Tierbestände, auch wieder in den neuen Bundesländern, zunächst DDR und dann neue Bundesländer. Und wir sehen, dass von 1950 an die entsprechenden Bestände bei Schweinen und bei Rindern, aber teilweise auch bei Schafen, deutlich zugenommen haben. Und in den 80er Jahren hatten wir die höchsten Bestände. Und dann 1990, das wissen Sie alle, brach es dann sehr stark ein, insbesondere bei Schweinen. Und bei Schweinen haben wir eine leichte Erholung, aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Währenddessen bei Rindern gehen die Bestände nach wie vor zurück. Allerdings nimmt die Leistung zu. Die Leistung pro Tier nimmt deutlich zu. Und das hat natürlich auch was zu tun im Hinblick auf organische Düngung. Wenn wir unsere Tierbestände abbauen, dann kommen natürlich auch wesentlich weniger organische Dünger in den Kreislauf zurück. Darüber werde ich